Moin moin ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Race Recap, heute mit dem Emilia Romagna GP und wir haben so ein paar verschiedene Themen. Zum einen können wir grundsätzlich mal über dieses Überholthema nochmal reden, wir können aber auch vor allem nochmal über den Sprint reden und allgemein natürlich über das Rennen selbst und was da alles passiert ist, über die WM-Stände und was in Zukunft passieren könnte. Gehen wir zuallererst mal über das Sprintformat. Grundsätzlich haben wir ja jetzt, ich glaube, 3 Sprints wieder dieses Jahr und das war der erste. Und an für sich ist aus objektiver Sicht nicht unbedingt was gegen mehr Racing-Action zu sagen. Allerdings finde ich eine Sache ein bisschen schade, denn wenn wir den Sprint haben, zeichnet sich meist schon am Samstag ab, wie die Kräfteverhältnisse am Sonntag sein werden. Vom Quali zum Sprint respektive Rennen ändert sich das halt meist nochmal stärker. Was wir allerdings im Sprint schon sehen konnten, war, dass beispielsweise Alpine nicht wirklich konkurrenzfähig sein würde. Dass Bottas im Alfa Romeo enorm stark ist, und das hat sich auch bestätigt, genauso wie das mit dem Alpine. Darüber hinaus, dass Max Verstappen auch mit einem schwachen Start extrem gut zurückkommen kann und im Red Bull das stärkste Gesamtpaket darstellt, stand jetzt. Auch wenn es 2 Wochen vorher in Melbourne genau das Gegenteil war und Ferrari da unfassbar überlegen war. Hier ging nichts vorbei an einem Sieg von Max Verstappen im Red Bull, weil das halt einfach ein gigantisch gutes Paket war. Und Charles Leclerc konnte höchstens mal Perez Paroli bieten und hatte da ein paar Chancen, den zu überholen. Meistens ohne DRS. Zum Ende hin hat es auch mit DRS nicht ganz geklappt. Und man hat schon gesehen, okay, Red Bull hat jetzt wieder einiges an Pace gefunden. Die haben ja auch ein paar Updates gebracht ans Auto. Allerdings kann man dann sagen, dass der Sprint so ein bisschen die spannendsten Szenen hatte, wenn es um den WM-Kampf geht, denn Max Verstappen überholt kurz vor Schluss nochmal Charles Leclerc. Ich habe das noch sehr stark gelobt, weil ich mir dachte, Charles Leclerc hält er auch überhaupt nicht dagegen, weil er weiß, in dem Moment geht es nur um 2 Pünktchen. Einen verliert er gegen Verstappen oder halt durch die verlorene Position, einen gewinnt Verstappen dazu durch die gewonnene Position, aber am Sonntag hat sich das vielleicht ein bisschen anders dann dargestellt. Max Verstappen komplett dominant vorne weggefahren, gigantisch gutes Rennen, brauchen wir nicht zu diskutieren. Sergio Perez auch super weggekommen, hat dann alles sehr, sehr kontrolliert gemacht. Ich glaube, für ihn war Imola zumindest im letzten Jahr nicht unbedingt die beste Anlaufstelle. Jetzt hat er es deutlich besser hinbekommen als im letzten Jahr. Ein extrem, extrem gutes Rennen. Darüber hinaus hatten wir bei Lando Norris, ich gehe jetzt einfach mal die Ergebnisliste von oben nach unten ab, bei Lando Norris ein extrem starkes Rennwochenende. Also klar, dass der das Podium erreicht ist durch 2, 3 kleine Faktoren begünstigt. Startkollision mit Sainz und Ricciardo und natürlich, dass Leclerc irgendwann so ein bisschen, na, ich sag mal, ungeduldig wurde. Aber er hat das abgeliefert, was er hätte abliefern können und hat den bestmöglichen Job gemacht. Und was sich auch gezeigt hat im Direktvergleich zu Russell, der direkt hinter ihm war, dass der McLaren in diesem Rennen durchaus das etwas schnellere Auto auch war. Heißt also, nach dem positiven Trend, den McLaren hatte, seit Bahrain hin zu Jeddah und vor allem dann auch später Australien und jetzt auch zu Imola, man kann auch so ein bisschen erkennen, dass das Team jetzt einige Fehler gefunden hat und auch nicht nur analysiert hat, sondern auch tatsächlich behoben hat und dementsprechend ist McLaren bei einer extrem guten Performance und da, wo man sie eigentlich vor der Saison erwartet hatte, nämlich irgendwo zwischen P3 und P4. Und Norris meinte, glaube ich, auch schon vor dem ersten Wochenende, dass sie nicht ganz da sind oder ich glaube vor den Testfahrten in Bahrain, ich bin mir gerade nicht sicher, dass sie nicht ganz da sind, wo sie sein wollen würden, nämlich so um P1, 2 herum. Die können nicht gegen Ferrari und Red Bull fighten, aber vielleicht gegen Mercedes und das bewahrheitet sich ja jetzt hier. George Russell hatte an für sich, wie eigentlich das gesamte Mercedes-Team, erstmal ernüchterndes Qualifying. Er hat Lewis outqualified, allerdings hat George, glaube ich, erwartet, ey, ich möchte schon ins Q3 kommen, weil das letzte Mal, dass kein Mercedes das Q3 erreicht hat, ist in Japan 2012 gewesen. Und das heißt, eine fast 10-jährige Serie wurde dadurch gebrochen. Russell hat sich dann allerdings vor Hamilton qualifizieren können, ist im Sprint nicht wirklich nach vorne gekommen. Im Rennen hat er allerdings einen brillanten Start gehabt, der dann quasi auch auf Basis seiner Leistung natürlich ihm ein deutlich leichteres Rennen ermöglicht hat als seinem Teamkollegen. Es ist natürlich sein absolut eigener Verdienst, sich besser zu qualifizieren als Hamilton und dann auch einen besseren Start zu haben. Dadurch hat er dann halt auch ja, vereinzelt mal ein Auto vor sich gehabt, das er überholen musste. Magnussen zum Beispiel. Und der hatte so viele Probleme mit den Reifen irgendwann. Die Frage ist, ist es ein Haas-Problem oder ein Magnussen-Problem? Im Sprint ist er ja auch zurückgefallen und Mick kam deutlich näher. Aber keine Ahnung, unabhängig davon, das war ein leichtes Opfer zum Überholen. Aber trotzdem hat Russell das gigantisch gut gemacht. Und ist vielleicht sogar mein Fahrer des Tages. Tatsächlich eine extrem gute Leistung in einem Auto, wo ich auch nach dem Sprint nicht gedacht hätte, dass man das auf P4 abstellen kann. Natürlich auch hier wieder ein bisschen begünstigt, dadurch, dass Leclerc
Ricardo und, naja, durch Ricardo bedingt auch Sainz zurückgefallen sind. Sonst wäre das vielleicht nur P7 geworden, aber trotzdem super starke Leistung. Absolut. Auch von Valtteri Bottas, dem Ex-Mercedes-Piloten. Auch da wieder gigantisch gutes Rennwochenende von ihm und Alfa Romeo. Ja, ich sag mal, es ist ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Mal richtig gut, mal okay, mal vielleicht ein echt schwaches Wochenende. In Jeddah hatten sie, glaube ich, einen Doppelausfall. In dem Fall super, super gut gelaufen alles. Freut mich, dass der da die 10 Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Und dahinter haben wir Charles Leclerc. Und der wird sich extrem ärgern. Der hat nämlich irgendwann hinter Sergio Perez einen Fehler gemacht. Der hat sich gedreht in der Schikane, weil er da ein bisschen zu hart über den Körb gerumpelt ist. Auto hat ein bisschen zu stark versetzt, ist ein bisschen zu sehr aus der Ruhe gekommen, hat das Auto dann verloren, ist sogar in die Wand, Glück im Unglück, er konnte noch weiterfahren, musste den Frontflügel noch wechseln, aber immerhin ein paar Punkte. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, ich habe ja vorhin angesprochen im Sprint, dass Charles Leclerc sehr, sehr smart war, vielleicht habe ich das auch in einer anderen Aufnahme gemacht, weiß ich gerade nicht, manchmal mache ich 2 oder 3 Takes. Auf jeden Fall hat er im Sprint ja keine große Gegenwehr gegen Verstappen geleistet, weil wenn Verstappen vorbeizieht an Leclerc, verliert Leclerc im WM-Kampf 2 Punkte zu Verstappen. Einen verliert er selbst und einen holt Verstappen mehr. In dem Fall hätte er 3 Punkte mehr gegen Sergio Perez holen können, aber er hätte auch 15 Punkte verlieren können, was ein extrem schlechter Erwartungswert ist. Und in dem Fall hat er halt eben zu hohes Risiko eingegangen und jetzt kommt es, er ist jetzt von 3 auf 6 runter, was ihn letztendlich 7 Punkte gekostet hat. Auch das eine sehr bittere Chose eben für Charles Leclerc. Yuki Tsunoda dahinter mit einem auch wieder sehr guten Rennwochenende, deutlich vor Pierre Gasly gewesen und überraschend, was da der Alpha Tauri dann im Renntrim doch zaubern konnte, nachdem er im Quali super schlecht war. Sebastian Vettel auf P8. Ich glaube, das wird sehr, sehr viel Balsam für sehr viele deutsche Fans sein, weil das halt wirklich mal so ein bisschen eine sehr lange Durststrecke von Aston Martin beendet. Und nach einem extrem schlechten Wochenende von Sebastian Vettel in Australien meldet er sich jetzt mit, ich glaube, 2 Wochen Verspätung zurück in einem sehr viel besseren Rennen. Magnussen haben wir ja auch schon kurz thematisiert. Für Haas ging es grundsätzlich im Rennen nach hinten. Da ist die Frage, kann man jetzt Magnussen auch ein bisschen kritisieren für den ein oder anderen Fehler vielleicht oder für das ein oder andere etwas aggressivere Anfahren der Reifen oder so? Hat er das schlechte Reifenmanagement zu verantworten oder war es einfach das Auto? Wissen wir nicht, denn letztendlich ist Mick, und das können wir auch ein bisschen vorweggreifen, da gehen wir später dann nicht mehr drauf ein unfassbar schlechtes Rennwochenende gefahren, hat sich da mehrfach gedreht, hat da einige Fehler eingebaut und insgesamt war das ein sehr schwaches Rennwochenende, das er auf Platz 17 beendet. Wenn der Teamkollege 9. ist, dann musste da sehr, sehr viel mehr abliefern, so wie er es auch im Sprint getan hatte. Für ihn ging es ein bisschen nach vorne, für Magnus ein bisschen nach hinten. Das war eigentlich eine Basis, auf die er hätte gut aufbauen können. Lance Stroll komplettiert dann die Top 10 und ich meine Aston Martin an diesem Wochenende grundsätzlich ganz gut 5 Punkte nach Hause geholt. Vettel ein bisschen stärker als Lance Stroll. Insgesamt ein sehr positiver Eindruck, den man nach diesem Wochenende von diesem Team hat, nachdem sie in den letzten Wochen ja richtig weit hinten waren. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wie die Sprünge teilweise sind. McLaren in Bahrain Schlusslicht, jetzt auf dem Podium. Und zwar auch, einigermaßen regulär. Zum Beispiel aber auch Aston Martin in Bahrain absolutes Schlusslicht, eine Minute von jeglicher Welt entfernt und jetzt mit beiden Autos in den Punkten als einziges Team neben Red Bull. Auf P11 haben wir dann Alexander Albon, der ein ziemlich gutes Rennen gefahren ist. Ich habe mir das mal ein bisschen beobachtet zwischendurch, weil ich auch Latifi hin und wieder für ein bisschen underrated halte. Ich weiß, er ist ein Meme geworden, aber der ist bis zu einem gewissen Punkt nur eine Sekunde hinter dem Teamkollegen gewesen und als es ein bisschen abgetrocknet ist, ist dann Albon ein bisschen weggezogen und zwar ein bisschen deutlich weggezogen. Hat dann auch irgendwann Lewis Hamilton überholt. Ich weiß nicht, ob seine Reifen da wärmer waren, aber auf jeden Fall starke Leistung da auch von Albon. Ist auf 11 ins Ziel und hat bis zuletzt weder Gasly noch Hamilton dahinter vorbeigelassen. Gasly, ja, durchwachsenes Rennwochenende. Bei Hamilton schlechtes Rennwochenende. Das war wirklich nicht gut. Und das Ding ist, ich glaube, dass er gar nicht mal so viel langsamer oder so war als George Russell. Ich glaube tatsächlich, dass die Pace durchaus stimmt bei Hamilton oder hätte stimmen können. Er hatte halt nur nie freie Fahrt und das ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen für ihn, aber da ist er halt auch selbst für verantwortlich. Genauso wie er in der Vergangenheit immer wieder das Glück des Tüchtigen geerbt hat, weil er halt immer sich in gute Position gebracht hat und dadurch dann, keine Ahnung, durch Ausfälle eher profitieren konnte mit größeren Punktesprüngen als andere Fahrer, hat er in diesem Fall halt eben sich in eine sehr schlechte Position gebracht. Schlechtes Qualifying, im Sprint nichts gut gemacht, hat da am Anfang, glaube ich, eine Position verloren, dann wieder was gewonnen, insgesamt plus minus null gewesen, großartig, und jetzt im Rennen halt auch irgendwie nichts bei rumgekommen.
Ja, und das war eben nicht gut. Im Verkehr ist er halt einfach stecken geblieben. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Russell im DRS-Train gewesen wäre, man hat es ja im Sprint so ein bisschen beobachten können, für den wäre es auch nicht weit nach vorne gegangen, aber der hat einen gigantisch guten Start gehabt. Und das ist halt eben auch Teil eines Rennens. Und dementsprechend kann man sagen, Hamilton, der hat zwar das ein oder andere Mal im Laufe der Saison ein bisschen Pech gehabt, in Australien mit der Safety-Car-Phase, mit dem Timing des Safety-Cars auch in Jeddah, nachdem er nach einem schwachen Qualifying eigentlich schon echt gut im Rennen zurückgekommen ist und gute Pace hatte, aber das war wirklich mal ein sehr schwaches Rennwochenende. Und da muss er halt einfach schauen, was er alternativ machen kann. Vielleicht hätte auch Mercedes irgendwas anderes machen können. Vielleicht nochmal frische Mediums aufziehen oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir wirkte das so, auf mich wirkte das so ein bisschen, als wäre man da ein bisschen ratlos, was man da jetzt in der Situation machen sollte. Meiner Meinung nach wäre einfach alles besser gewesen, als schlicht in diesem DRS-Train zu bleiben. Naja, gut, nicht alles. Hamilton hätte jetzt nicht unbedingt die Keule rausholen müssen und irgendwie nochmal mit der Brechstange ein Manöver machen müssen, weil im Zweifelsfall schmeißt er das Auto weg, Millionen Schaden und keiner ist happy und am Ende macht man Upgrade weniger oder so wegen Budget Cap. Aber so auch sehr schlechtes Rennwochenende von Hamilton. Da sei das auf jeden Fall mal festgestellt. Es gab aber eine Situation zwischen Hamilton und Esteban Ocon in der Box, wo Alpine Esteban Ocon sehr, sehr unsicher zurückgeschickt hat auf die Fastlane. Der hat sogar, glaube ich, eine kleine Berührung mit Hamilton gehabt. Ja, und da hat Ocon eine 5-Sekunden-Strafe für bekommen. Dadurch in der Gesamtwertung hinter Hamilton. Ich glaube, der ist als Elfter über die Linie gefahren. Dahinter dann Zhou Guanyu. Ja, beim Sprint gab es eine Kollision zwischen ihm und Pierre Gasly. Und das Interessante ist, anfangs wirkte das aus der ersten Perspektive so, als würde Gasly von hinten reinstechen wollen und wäre dann auf halber Höhe zu Zhou Guanyu. Allerdings ist es so, dass Gasly und Zhou Guanyu tatsächlich sehr nebeneinander sind. Und dann bremst Gasly halt ein bisschen weniger, mehr und Zhou Guanyu ist ein bisschen weiter vorne. Und dadurch fällt es mir extrem schwer, diesen Crash zu bewerten. Ich würde halt sagen, das ist wirklich eine klassische Definition von einem Rennunfall. 50-50 passiert halt mal. Zhou Guanyu musste aus der Box starten. Und da hat man ja auch gesehen, wenn du hinten startest, dann geht es kaum voran. Und für ihn war das auch ein gebrauchtes Rennwochenende. Ebenso auch für Latifi und ebenso auch für Ricciardo, der am Start direkt einen Fehler gemacht hat, durch den er leider auch jemand anderen in Mitleidenschaft gezogen hat. Und zwar Carlos Sainz. Zum zweiten Mal beendet er ein Rennwochenende nach nicht mal zwei oder drei gefahrenen Runden insgesamt im Kiesbett. Jetzt direkt halt beim Rennstart schon, weil Daniel Ricciardo da so ein bisschen weit rauskommt. Aus der Kurve 2 ist es dann, glaube ich, schon. Und dann eben gegen Carlos Sainz knallt. Diesen dreht, der bleibt halt eben im Kiesbett stecken. Super unlucky für Sainz, nachdem er in der letzten Woche halt eben so ein bisschen Nerven gezeigt hat, Fehler gemacht hat. Kann man ihn dieses Mal überhaupt nicht kritisieren, weil, ey, da machst du halt wirklich nichts. Der hat halt Ricciardo den Rest der Strecke minus eine Wagenbreite Platz gelassen und noch ein paar Zentimeter weiter rechts dann halt. Aber Ricciardo hat sich da einfach verkalkuliert und schade für Sainz, auf jeden Fall. Und trotzdem muss man auch Sainz Wochenende so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht unbedingt, ja, doch schon kritisieren, weil der im Quali das Auto auch einmal weggeworfen hat. Ja, und insgesamt auch dann nicht das Optimum rausgeholt hat. Ist natürlich die Frage, hätte er sonst im Sprint vielleicht P3 geholt oder nicht? Wäre vielleicht der Crash dadurch nicht entstanden? Pipapo, weiß man alles nicht. Aber Stand jetzt muss man halt sagen, hat Sainz trotzdem nicht ganz das Optimum aus dem Wochenende geholt. Sprint war zwar gut, aber Rennen kann man nicht bewerten, aber Quali auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und ausbaufähig ist auch, was bei Alpine gelaufen ist, auch wenn sie an diesem technischen Schaden jetzt keine Schuld haben. Bei Alpine und ursprünglich auch Renault sind ja viele Sachen immer random kaputt gegangen. Mal ist der Heckflügel weggeflogen oder so eine Heckflügelklappe zumindest. Mal sind die Seitenkästen kaputt gegangen. Und diesmal ist tatsächlich auch der Seitenkasten von Alonso kaputt gegangen. Allerdings erst nach einem Aufprall mit Mick Schumacher, der da so ein bisschen über eine Pfütze gefahren ist, Auto fast weggeworfen hat und dadurch auch leicht an Alonsos Seitenkasten rangeschrammt ist und diesen halt nachhaltig beschädigt hat. Insgesamt war das aber ein Rennwochenende, wo ich sagen würde, das Thema Überholen war doch ein etwas schwieriges. Man hat zwar gesehen, dass ein Charles Leclerc mit einem Ferrari mit frischen Reifen gut überholen kann, wenn ein Auto Probleme mit den Reifen hat, wie zum Beispiel in dem Fall von Magnussen, dann kann man dieses Auto auch eben recht leicht überholen. Aber in vielen, vielen Fällen
ist das halt wirklich, wirklich immer noch schwer und vor allem, wenn man so in einem DRS-Train ist. Hinterherfahren scheint ein bisschen leichter zu gehen und auch über viele Runden hinterher zu fahren, aber der Rest ist nicht so super, super easy geworden. Also überholen ist jetzt nicht das Einfachste der Welt. Natürlich wurde das Überholen auch diesmal erschwert, dadurch, dass sehr lange das DRS nicht freigegeben wurde, was wohl so ein bisschen auch mit der Asphaltbeschaffenheit von Imola zu tun haben soll, der halt eben sehr körnig ist, wo sich das Wasser halt eben ganz gut auch einlagern kann und letztendlich ist die Oberfläche dann vielleicht trocken und vielleicht ist die Strecke dann trotzdem ein bisschen feucht und vielleicht auch ein bisschen schmierig, weswegen halt vielleicht so ein bisschen die Bedenken da waren, ob man das DRS schon vorzeitig freigeben sollte oder eben nicht. Ja, und insgesamt haben wir in der WM dadurch auch eine sehr interessante Situation. Nach dem letzten Mal wirkte es fast so, als wäre Charles Leclerc auf und davon. Aber jetzt ist er tatsächlich mit zwar 15 Punkten aus diesem Wochenende heraus, was erstmal nach sehr viel klingt, wenn man bedenkt, aber ey, das ist ein Sprintwochenende, dann ist es wieder sehr wenig. Ja, was zwar ganz okay ist, aber da hat er jetzt nur noch 27 Punkte Vorsprung. Bedeutet also, Max Verstappen ist ungefähr nur noch ein Rennsieg plus zwei schnellste Runden entfernt. Und dadurch könnte Max Verstappen jetzt bald auch wieder auf Augenhöhe mit Leclerc sein, wenn da wieder mal etwas schief geht. Und das ist alles, finde ich, auch so ein bisschen darauf gewachsen, dass eben Charles Leclerc mindestens schon mal 7 Punkte jetzt vergeben hat, indem er sehr, sehr ungeduldig war. Und das hat er auch selbst gesagt, er darf solche Fehler einfach nicht wiederholen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Verstappen hätte nicht zwei DNFs gehabt, das gehört natürlich auch dazu zu so einer Formel 1, dann wäre er aber vielleicht sogar schon direkt an Charles Leclerc dran. Insgesamt eine sehr, sehr interessante Konstellation. Sergio Perez auch super gepunktet, knapp hinter Verstappen jetzt, 5 Punkte Rückstand. Und George Russell, der einzige Fahrer, der in den ersten 4 Rennen durchgehend in den Top 5 war und tatsächlich jetzt bei 49 Punkten chillt. Auch da richtig, richtig gut eben für George Russell, was da so gelaufen ist. Und Carlos Sainz, für den geht es immer weiter nach hinten, wenn auch diesmal unverschuldet. Ferrari jetzt nur sehr, sehr knapp noch vor Red Bull. Wie gesagt, eben ein bisschen durch Pech, ein bisschen aber auch durch Ungeduld der Fahrer. Und dahinter haben wir Mercedes so ein bisschen im Niemandsland. 77 Punkte haben sie, um Bottas zu ehren. McLaren mit 46 Punkten. Dahinter wird es aber knapp zwischen Alfa Romeo 25, Alpine 22, Alfa Tauri mit 16 Punkten und Haas mit 15 Punkten. Und nachdem ich in Melbourne noch gesagt habe, ey, Stroll hat Williams zu ihrem ersten Punkt verholfen, so ein bisschen durch seine extreme Verteidigung, hat hier tatsächlich Aston Martin sogar jetzt 5 Punkte geholt, nachdem ich eigentlich vermutet hatte, es könnte sehr schwer werden, über die Saison gesehen, in diesem Aston Martin überhaupt einen Punkt zu holen. Vettel gutes Wochenende, Stroll auch ordentliches Wochenende und insgesamt hat sich jetzt dann Aston Martin wieder vor Williams gesetzt. Wie fandet ihr das denn? Teilt es mir gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten viel, viel Dank fürs Einschalten. Ich bin jetzt erstmal für ein Weilchen raus. Checkt gerne mal den Infopost im Community-Tab aus, weil da bekommt ihr auch mit, was so alles im Sendeplan noch eingetragen ist. Jetzt kommen ein bisschen weniger Videos, weil mein Näschen wird korrigiert, weil ich da ein bisschen schlecht Luft bekomme, vor allem durchs linke Nasenloch. Und das wird dann dafür sorgen, dass ich jetzt ein paar Tage lang nicht daheim bin, ein paar Tage lang mich vielleicht dann auch ausruhen werde und ein paar Tage länger dann auch nicht ins Lenkrad greifen sollte oder zumindest nur mit sehr schwachem Force-Feedback. Vielen Dank fürs Einschalten, bis demnächst.